Ja, herzlich willkommen und moin zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich bin immer noch hier im Team Twister. Und ja, wir wollten uns hier häuslich einrichten, wenn ich mich recht erinnere. Wir schaffen uns dafür erstmal ein bisschen Platz, bauen hier Pisten hin. Und dann holen wir den ganzen Stuff von draußen rein. Und eine Kleinigkeit habe ich schon überlegt, was wir machen könnten. Wir sind hier doch präsentiert, Herr Lehrer. Sprich, wenn er nachts ein bisschen mehr kommt, stehen wir ganz gut. Scheiß, reißen wir raus. Da kommt unsere Schmiede hin. Ne, und unsere Workbench. Und mal schauen, vielleicht finden wir noch ein Räumchen. Hier war, glaube ich, auch noch einer. Nehmen wir den daneben. Da machen wir quasi Küche rein. Ne, muss gar nicht so viel weg. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein paar Kisten. Haben wir noch Holz? Wir haben sogar noch Holz da. Das ist ja in Tüten. Jetzt ist die Frage, brauchen wir Schränke? Ein Schrank. Kostet ein bisschen Holz. Sieht ein bisschen schöner aus. Hat nicht ganz so viel Platz. Das ist doof, aber wir wollen es ja hier möglich, ne? Brauchen wir zwei Schränke. So, da kommt ja unsere Schmiede rein. Also da das Eisen hin. Ich mache eine zweite Kiste, verarbeitetes Material. Messing, Blei. Alles, was man halt so in die Schmiede schmeißt. Ne? Das ist mal eingeschmolzen werden muss. Was ist das hier? Gleich weg damit. Das trinken hier unten hin. Können wir eigentlich auch gleich mal. Und das zerlegen wir auch gleich mal. Und viel mehr Materialien, die wir da reinspeisen können, haben wir ja gar nicht hier. Wir bauen aber gleich mal noch so einen dusseligen Schrank. Und den direkt daneben. Und da machen wir den sonst elektrische Teile. Plastik. Dose Lachs. Essen packen wir woanders hin. Sowas kann da auch rein. So, machen wir eine extra Kiste. Hier kann ich von mir aus auch nehmen. Oder wird es Nacht? Ja. Mal schauen, was da wartet. Man darf gespannt sein. Hier ist ein Scheiß. Ist weg. Dann machen wir eine extra Kiste für. So, dann soll uns das doch so erstmal recht sein. Dann haben wir gesagt, können wir nicht kriegen. Dann haben wir da Küche. Hier, die ganze Kelle. Drin. Oh. Finde ich ja. Oh, ich bin ja beim letzten Mal tatsächlich nur durchgerutscht und hab zugesehen, dass ich jetzt mal frei liege. Okay. Und ja. Ja, hart gefickt von den Pennern. So. Warte mal, das können wir glaube ich mit Wrench. Na, kloppt da auch noch gesetzt. Senkt das. Ich habe mir die Aufnahme mal angeguckt und habe festgestellt, doch, ich hatte draußen einen Ruck. Ich habe keine Ahnung, warum ich da an diesem Video gespawnt bin.
Pflasterstein. Warum will ich die Küche da hinten hinbauen? Hier ist noch eine wunderschöne. Wir verlegen das nochmal. Ich will das nochmal aufheben. Total schön. Hier unser Feuer hin. Weil es da viel schöner ist. So, Feuer. Fertig. Ich weiß gar nicht, ob man nachher noch Öfen und sowas bauen kann. Wäre ganz cool. Ja, Feuer natürlich. Machen wir da oben. Voll zu schlimm. Augenhöhe. So, fetten Holz müssen wir hier hinten noch drin haben. Sowieso schon Feuer hin. Gut, können wir hier irgendwas? Nitro-Refrigerator. Das ist ja irre. Zerlegt. Können wir hier die Lebensmittel reinpacken? Super gut. Wir haben Bier. Was ist das als Bier? Mehr Bier. Oh, ich hab jetzt Wasser draus. Ja, ein bisschen. Alles weg, alles raus. Eier. Mal Eier, Junge. Der. Das ist ein bisschen nicht rein. Ja. So. Ja. So far, so good. Muss ich noch irgendwas rein. Hier kommt die Tür noch hin. Wände behalten wir hier. Unser Tee holen wir uns gleich ab. Ja, komm. Kräuter. Scheibe. Auch hier.
Steinschiff. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Ich hab mein Holz. Ich hab mein Holz. Holz, Holz, Holz. Komm, ist mir hart. Boah, es dauert einfach am Anfang alles elend. Und kann ich schon wieder reparieren, ey. Ist ja nicht so, dass es gerade ist. Erstmal auch nur eine Holzplatte, damit wir von oben reinkommen. Und dann ein Pimmel. Dann machen wir hier von der. Brauchen wir nicht, wie gesagt, wir reißen das eh weg. So, mit dem Rest machen wir. Na, wo ist es? So, ziehen wir einmal von der Front um. Na, hier muss ich mir noch vorne verteidigen. Den Scheiß brauche ich nur hin, wenn ich wieder den Zombies in der Richtung der Fall, weil ich kenne, ich bin ein Idiot. Gelände auf ein Feld machen kann.
auch sagen, hey, bin ich, aber wie gesagt, ich bin ein Idiot. Und Idioten haben es an sich, dass sie Blödsinn machen. Soviel zum Thema Idiot. Ja. Natürlich. Dauert 2 Jahre. Sieht auch wirklich scheiße aus. So, kaputt. So, jetzt müssen wir das nach unten machen. Machen wir aber auch von innen. Schälen euch meine Sorgen. Ernsthaft? Wirklich jetzt? Ich darf da nicht bauen. Die ragen nach hier rein. Muss ich jetzt echt diese blöden Bücher mir abholen? Ich krieg ne Mauer. Ich alle. Auf jeden Fall den. Fällt echt nur dieser blöde Buchstabe ab. Ich. Also, gibt ja manchmal echt geniale Designideen. So, dann nehme ich die hier weg, weil ich hier nicht ständig hochspringen will. Das sieht trotzdem noch schön aus. Das wird schon. Dann nehmen wir auch weg, damit das aussieht wie ihr wollt. Alter. Echt jetzt? Ich meine, ist ja cool, ne? Ordentlich ziehen. Aber für meine Bedürfnisse gerade echt unpassend. Ja. Plock, 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 plock. Mein Alter. Ne, müsst ihr euch sehen. Das wäre ja fast gar nicht. Also. Wir müssten nachher gleich einmal Wascher holen. Wir. Wir könnten jetzt looten gehen, aber das ist auch eine Scheiße. Hatte ich nicht eine. Genau. Eine gefunden. Das würde ich hart auseinander. Schaffen wir es erstmal. Das ist gut. Überladen. Meine Güte, Schlappschwanz, ey. Wir können zumindest in Sachen Stamina schon mal was machen. Starker Typ. Sexual Tyrannosaur. Weniger Stamina. Werkzeug. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich hätte ja jetzt das Bedürfnis, ein bisschen mit euch loszuziehen. Aber
Was machen wir jetzt Schönes? Ich glaube, hier unten den Boden müssen wir. Ja, müssen wir auch zerkloppen. Das ist ganz schön scheiße. Also irgendwas Sinnbringendes heute Nacht. Ne? Besuch kriegen wir ja auch nicht. Wunderbar abgelegen. Klasse. So, da war ein kleiner Cut. Ich musste tatsächlich erstmal ein bisschen Platz auf der Festplatte schaffen. Denn ich dümmel-dümmel-tupi-depp. Ich war immer noch zu faul, das auf den Aufnahmeordner von der Systemplatte zu legen. Aber na gut, so. Wo waren wir? Genau, Planung. Über die Nacht bauen wir noch ein bisschen. Und morgen früh gehen wir looten. Ich habe also nebenbei immer noch ein bisschen mit dem Nerd geschrieben. Er ist quasi mein einziger Zuschauer und ist der einzige, der mir Feedback gibt. Und er meinte, ich gehe viel zu aggressiv vor. Halte ich für Quatsch. Ich verstehe auch, was er meint. Ich meine, ich schlachte Tiere, töte Zombies. Was ist daran zu aggressiv? Also, ich kann nicht mehr. Hat mir auch gesagt, dass hier irgendwo wohl noch eine Mine beim Getränkeautomaten liegt. Draußen. Ist mir egal. Kannst nicht machen. Ne? Du spielst hier bei mir auf, machen den Kopf. Von dir darf ich gar nichts sagen. Ne? War ein Wochenende hier. Im Garten am Rügeln. Schick machen. Und ja. Da ist er. Voll. Und da hat er sich an dem Dachbalken gestoßen. Von daher. Wir haben sogar schon ein bisschen Kaffeesachen. Das Geilste, was ich hier im Spiel finden kann. So, außerdem haben wir ein paar Armbrustpolster und ein bisschen. Messing haben wir eine Menge. Das sind ja Feld- oder Autostuff. Nee, das ist nicht. Nee, das ist ein anderer Schuss. So. Und hier kommt. Programmiere. Farbe. Ja, machen wir extra. Das kommt in den Kühlschrank. Beziehungsweise in die Spüle. Schraubenfedern wären noch wichtig. Autokühle, manche Teile, Sprit kann ja auch rein. Ich habe das Eisen vergessen. Fuchs musste sein, nicht nur Buschi. Farbe kommt weg. Jetzt wird alles weg. Raus. Alles raus, 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 raus. Öl. Eisenrohre. Blöde Holzklappe. Habe ich davon schon welche? Mö. Na gut, Wände haben wir da, Holzklappe, machen wir mal woanders hin. Farbe, alles weg. Ultra lecker, wissen wir alle. So. Na, brauche ich kühl. Stelle kühl. Wenn wir dran denken, Katzen und Hunde füttern. Geht ihm schlechter. Nein, ich hab schon wieder vergessen. Was ist denn da? Ah! Gut, dass ich die Ebene. Und. Also. Oh, ein bisschen Holz. Klopp. Moin. Jemand da? Gieß mich.
So. Fick dich, Michi. Nein, danke, glaube ich. Ach, hier können wir ein bisschen einkaufen. Lass ihn jetzt mal stehen. Ich will lieber weiter hoch. Sehr lang und ich glaube, kommt aber das mal, das ist langsam wieder sicher. Und dann ziehen wir auch mal los. Langes Geeignet. Vorher noch eine Eiskeule. Dann gucken wir mal, was das Schöne auf dem Kampf markiert hat. Und wählen die nächste Hütte außen. Dann schon Schmiedebar. Eisenhügel kann ich nicht bauen. Eisenhügel. Das weniger Sinn macht, wenn man denkt, dass ich Eisen. Ach, nerve. So gut bearbeitet ist, wenn ich das ist. Da ist das halt. Dann bauen wir hier noch. Was brauchen wir da? Dann gibt es Kacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holz. So. Mach hin. Wieder dieser Krieg. Du störst. Guck mal, nicht viel da drunter. Ich bin ein bisschen nervös. Kein Problem, wenn man mir hier in den Rücken fällt. Weiß ja, wie man effizient stirbt. So, wir haben ein bisschen was zu trinken mit, wir haben ein bisschen was zu essen mit und dann würde ich sagen, was sind wir hier? Dieses schöne Weinding. Ja. Komm, ist auf. Gucken wir mal, was das wird. Mitnehmen. Das wird bald unsere Haupt.
So, schon sind wir da. Und schon will es fauchen. Wo denn? Na komm. Zeig dich. Mal jetzt mal ein bisschen Krach. Der hier drauf. Der drin. Schon bin ich. Komme. Hat jemand Bedarf? Ach ja, da ist ja auch irgendwie unser Verschwörungstheoretiker. Da gucken wir mal vorbei. So viel Zeit muss sein. Ach, guck mal. Ich glaube, ich wurde gehört. Oh. Moin, meiner. Bei meiner Unfähigkeit ist das nicht ganz unmöglich. So, wo kann man hier machen? Steht im Kühlschrank. Und Tor. Man will uns nicht einlassen, haben wir das Gefühl. Oh, das geht nicht. Ja, moin! Da durchbrechen, habe ich das Gefühl. Das klingt schon wieder, als würde das aus allen Richtungen kommen. Oh, okay. Na? So schnell kann's gehen. Nix zu looten, nix zu looten. Oh. Ohne was drin. Aber die nehmen wir nachher noch auseinander. So. Möchte noch jemand? Hallo. Besuch. Keiner? So aus. Es wird hier nichts passieren. Hacker um die Ecke. Oh. Das sind ein paar. Streichlein. So, dann kommt doch garantiert der auch nochmal. Hm? Ruhe.
Schön. So. Schön für den Speck. Gutes Frühstück. So, was tun wir? Ja. Ah, Munition. Nebel. So, hier liegt auch nichts mehr rum. Alles geplündert. Sau schade. Yeah. So, es ist jetzt hier aber keine Kälte. Komplett ohne Wein, oder? Wo kommen wir denn da hin? Bin enttäuscht. Du stehst gleich auf, das sehe ich. Da muss er noch eine leeren. Ich hoffe, die kommen da noch raus. Da! Dieser Fettack! Ihr versteckt euch besser. Habt ihr drauf. Alter, die Pfeile sind, wie sie lustig sind. Zwei Schultertreffer. Sieht super aus. Soll nicht sein. Ne, quasi noch Nachtruhe. Mann, oh Mann, Mann, Mann. Benehmen sich hier alle wie die letzten Menschen. So. Ja, moin. Das ist jetzt ganz schlecht.
den ich den Michi zu brauchen. Raus gegen Bäume kloppen und hoffen, dass ein Astlevel. Habe ich schon ganz übel. Hat sich das bisher in irgendeiner Art und Weise gelohnt? Nein. Das ist Zustand hier, das Objekt. Noch ein bisschen Metall, Farbe. Und hier zum Schein noch was zu trinken. Also der Penner stellt einfach die leeren Milchflaschen wieder in die Kühlung. Das ist so. Macht man doch nicht. Was machen wir jetzt? Das ist doch kein Verhalten. Mittelalter. So. Hier noch jemand. Oh, Boote. Boote und ein Zombie. Na? Moin Puppe. Was geht? Boote. Die Frage ist, komme ich da vernünftig rüber, so überladen wie ich bin? Und wenn ja, bringt es mir was. Thank you.
nehmen wir. Eingedeckt die Leute hier. So lobe ich mir das. So. Und jetzt müssen wir noch da wieder hoch. Da liegt schon mal keiner. Ein Koffer. Ich packe meinen Koffer und pack nix ein. Arschloch. So, jetzt haben wir einen Fehlpunkt bekommen. Wir können hier ein bisschen. Geht noch nicht. Das ist ehrlich. Stärke machen. Und jetzt können wir. Wieder auch schneller sein. So. Gehen wir zu Hause? Satellitenempfang. Das ist auch schon mal schön. Putz. Das Boot fällt auseinander wegen der Tür. War ganz klar eine Tragentür. Ich kann hier nicht alle. Was ist das hier los? Was war das denn? Ja, das kennen wir ja alle. Wasser, das nach unten fällt und dann einfach. Alles klar, so funktioniert das. Scheiß auf Physik. So, machen wir sie. Toll. Arsch der Heide. Zack. Läuft. Der muss. Ah. Hunger. So eine Kreuzsäge, ne? Kann man bestimmte Sachen mitbauen. Jo. Das hier. Der Shit. Aber das ist mein Leben. Zack. Und irgendwas X, ja. Kreissäge. Ich gut. So, ich habe jetzt ein bisschen Skrupel, da irgendwas kaputt zu hauen. Saufen. Aus dem Wein. Gut, das hat sich nicht gelohnt. Komm ich irgendwie rein? So, Quintessenz von dem Ganzen. Auseinander.
Schraubenfedern, die wir allerdings haben. Das hier noch zerlegen. Und schönes zum Zerlegen. Den Scheiß können wir essen. Geht das doch. Oh, nur wir auch nochmal gefunden. Da ist auch noch was drin. Läuft hier. Block. Heimlich, Digga. Das. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Komm, das ist ein Team. Hallo, Barbindon. Was ist das? Yeah, fine. Vorübergehend den Keimstrahl erhöhen. Oh. Schön. Also, hier die Plan. Geht nach Hause. Sachen wegbringen. Alles ausladen. Und dann, das mache ich alles offline nachher ein bisschen. Müsst ihr euch nicht angucken, das ist eh langweilig. Oh, dann treffen wir uns beim nächsten Mal. Dann üben wir der Verschwörungshütte. Wenn da noch nicht irgendwas Cooles ist, was wir auseinanderrücken können, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich mache jetzt hier noch die Werkbank ein bisschen kaputt. Oh. Oh. Das ist die längste Runde. Was haben wir hier? Eine Dose und Wasser. Dose und Wasser nehmen wir mit. Mehr grob. Ja, der weiß nicht. Was haben wir hier? Oh, Schmiedeeisen. Schmiedeeisen. Oh. Das wollen wir alles haben. Alles. Irgendwas fliegt hier raus. Brauchen wir eh nicht. Komm, lass fallen. Ja, super geil. 20 Stück. Das werden wir nachher noch brauchen. Daraus können wir schönes Werkzeug hämmern. Das lässt mich wieder nicht losgehen. Die hätte ich jetzt auch nicht ganz gerne. Scheiß auf Farbe. Das hält mir auch mit. Und. Gut, also, Leute, Plan steht, ich krieche nur noch durch die Gegend, weil ich noch nicht wirklich den Inventarplatz habe, aber ich bin noch voll packe bis zum Ende. Aber egal. Ich bedanke mich wieder mal viermal, dass ihr zugeschaut habt. Also, eigentlich danke Michi. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Ragnar Bertholzer.